Guten Morgen, ich sehe, wir sind schon live. Ich hoffe, ihr seht das jetzt alle zeitig. Wir warten noch mal kurz, bis ein paar Leute reinkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt vor allem wegen dem Hochwasser keine großen Auswirkungen. Gab ja hier in NRW, für die, die es nicht vielleicht mitgekriegt haben, ganz stark war Region Wuppertal, Solingen, Köln, ist mega viel Wasser runtergekommen, die Flüsse sind über die Ufer ausgetreten, Überschwemmungen bis zum geht nicht mehr, Keller vollgelaufen ohne Ende. Ich glaube, es gab sogar zwei Tote von Helfern. Deswegen hoffe ich, dass ihr alle gut durchgekommen seid und dass ihr keine großen Auswirkungen dazu habt. Ja, ich wollte einmal kurz, ich bin gerade auf dem Weg im Auto, wie ihr es vielleicht sehen könnt. Und ich wollte einmal kurz zwei Themen mit euch einmal kurz teilen. Wenn ihr dazu Fragen habt oder wenn dazu irgendwas unklar ist, dann schreibt es in die Kommentare rein oder kommt mit live dazu. Ich habe zwei Themen, die ständig gefragt werden. Ich habe auch gestern nochmal gefragt, stellt mir eine Frage. Und das sind immer dieselben Themen, die von euch gefragt werden. Das heißt, das sind also die Punkte anscheinend, über die ja, noch Gesprächsbedarf oder halt Interesse besteht, darüber zu sprechen. Und ich habe gedacht, ich nutze mal die Zeit. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Düsseldorf. Das ist so ungefähr eine halbe Stunde Fahrzeit. Verbindung müsste durchgehend gut sein. Deshalb habe ich gedacht, ich mache einfach mal ein halbes Stündchen Freestyle zu den beiden Themen. Was eigentlich am meisten gefragt wird, ist Immobilienfinanzierung. Ne? Das heißt also, wie finanziere ich, wie finanziere ich, ja gut, viele fragen, wie finanziere ich richtig? Richtig kann man nie, grundsätzlich kann man das nicht sagen. Es ist immer ein Unterschied, kaufst du privat, kaufst du als Firma, wie viel das Objekt wert, wie hoch ist der Beleihungswert der Bank, wie viel EK hast du, also da kommt immer vieles dabei. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu, also das ist Thema 1, wie finanziere ich richtig? Und das zweite Thema, was andauernd gefragt wird, ist, wie komme ich an Immobilien? Ich meine, es ist ja so, momentan haben wir einen extrem stark Nachfrage und wenig bis sehr wenig Angebot. Das Schwierige ist natürlich halt, in solchen Zeiten Immobilien zu akquirieren, zu finden, richtige Immobilien, gute Immobilien, bezahlbare Immobilien. Und vor allem auch noch ein Thema, da möchte ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Ich finde einen Trend, den ich irgendwie von vielen mitkriege, den ich überhaupt nicht mitgehe und auch überhaupt nicht ja, gut finde, ist jetzt irgendwie, weiß nicht, also ich für mich selber würde es nie in Frage kommen. Dadurch, dass jetzt Leute immer schwerer Objekte akquirieren können es gibt ja diese Aufstellung mit A, B und C-Lagen, zum Beispiel in den besten Lagen und in den guten Lagen keine mehr finden, gehen die jetzt halt alle auf C-Lagen rüber. Ne? Ich habe letztens von einem mitgekriegt oder gelesen, der hat ja irgendwie gesagt, pass auf, ich gucke immer nur an Objekten, die ich sag mal, an große Städte mit einer S-Bahn angeschlossen zum Beispiel und in der Nähe von der S-Bahn-Haltestelle. Das ist jetzt so ein Konzept von einem, der dann sagt, das ist so für mich jetzt so, wo ich akquiriere und wo ich halt Objekte finde. Aber komme ich gleich nochmal drauf. Nochmal kurz, also ich bin ja extra live, damit ihr eure Fragen stellen könnt. Wenn ihr also Fragen habt, dann stellt die gerne. Und wenn ihr da noch groß Bedarf habt, dann schreibt mir eine Nachricht oder wie auch immer. Da kommen auf jeden Fall, kriegt es beantwortet und das geklärt. Also das erste Thema, was ich besprechen wollte, ist das Thema Immobilienfinanzierung. Wie gesagt, es wird aber die Frage gestellt, wie finanziere ich richtig? So, aus meiner Sicht gibt es kein richtig und kein falsch. Ich habe da immer nur so ein paar Punkte, wo ich einfach sage, so sollte für mich die Finanzierung aussehen. So, ich habe als erstes Objekt finden. Ja, das ist ein Thema für sich. Wir gehen jetzt davon aus, du hast ein Objekt akquiriert, du hast ein Objekt, was du kaufen möchtest und jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich brauche jetzt Cash. Also Fakt ist, für das Immobiliengeschäft brauchst du zwei Sachen, das Objekt und das Fremdgeld. Weil so macht Immobilien erst Spaß, wenn du hebeln kannst. Wenn du dein EK schonst oder nur zum Teil einsetzt und dann
die Bank dir 90%, 100% des EKs drauflegt und damit einen Riesenhebel hast und damit du Objekte nach und nach kaufen kannst. Das heißt also, Eigenkapital ist King. Oder allgemein, Liquidität ist King. Du musst immer schauen, dass du immer liquide bist und immer EK hast. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du aktuell kein EK hast und es kommt ein Objekt rein, wo du sagst so, wow, das würde ich mega gerne haben und es ergibt sich gerade, aber du kannst nicht zuschlagen, weil EK nicht vorhanden ist. Das ist echt das eins der schlimmsten Sachen, die passieren kann in dem Geschäft, ne? Also von daher unbedingt immer Liquidität aufbauen. Auch bei Reparaturen ist Liquidität ist King. Ganz einfach. Also wir haben ja bei uns im Bereich der Hausverwaltung haben wir auch ungefähr um die 4000 Mandate, also 4000 Kunden. Die einzigen, die Schwierigkeiten kriegen, das sind die, die nicht liquide sind. Das heißt, dann geht dann die Heizungsanlage kaputt und der kann die nicht instand setzen. So, und was passiert dann? Dadurch, dass er nicht instand setzt, wird das Objekt nicht beheizt. Was machen die Mieter? Die Mieter stellen die Mietzahlung ein, die kürzen stark oder wie auch immer. Das heißt, auch die jetzigen Einnahmen werden noch weniger. Und das ist dann auf einmal ganz schnell so ein Kreis oder so ein Strudel, der sich dann bildet, immer schneller sich dreht und wo man dann auch dann nicht mehr rauskommt. Und Objekte technisch instand zu halten, wenn du auch nicht das Know-how selber hast, du kannst das ja einkaufen. Es gibt ja Architekten, es gibt ja Gutachter, es gibt Sachverständige, es gibt auch Baubegleitung. Auch wir machen auch übrigens auch, wenn du ein Objekt akquirierst, dann kannst du uns auch buchen für einen Termin, wo wir mit dazukommen. Wir gucken uns die Objekte an, also die zuerst die Papierlage, also sprich, wie sieht das ganze Objekt technisch aus, was ist denn überhaupt genehmigt, was ist nicht genehmigt. Und dann, wenn du möchtest, optional machen wir dazu auch noch die Begehung mit, das heißt, wir machen einen technischen Check mit vor Ort. Das ist alles, kannst du alles einkaufen. Überhaupt kein Problem. Das heißt, dann weißt du genau, was auf dich zukommt. Du weißt, welche Substanz du kaufst, welche Reparaturen anstehen werden, wann du mit welcher Reparatur zu planen hast. Fakt ist aber, wenn du die nicht bezahlen kannst und du hast größere Reparaturen oder irgendwelche Maßnahmen, wo halt ein Mieter Impact von hat und der darauf auch kürzt, hast du ganz schnell einen Strudel, der ganz schnell abwärts geht und damit bist du auf jeden Fall schnell in eine Position, in der ich glaube, keiner von uns sein möchte. Daher also, wie gesagt, Liquidität immer zusammenhalten. Meine Art zu finanzieren, die habe ich auch schon in einer Podcast-Folge auch, ich glaube Nummer 16 ist das in meinem Podcast, habe ich das auch schon mal ausführlich erzählt, ich glaube 20 Minuten lang, wie ich das am liebsten mache, was für mich persönlich das Beste war dazu. Und zwar ist es so, dass ich halt immer versuche, mein EK zu schonen. Und deswegen habe ich mit der Bank, mit der ich die meiste Finanzierung auch habe, folgenden Deal immer gemacht. Ich habe das EK hinterlegt, 10%. Das heißt also, ich habe da ein Fonds oder ein Tagesgeldkonto. Gut, Tagesgeld ist mittlerweile tot, das gibt es heutzutage nicht mehr, du kriegst ja keine Zinsen drauf. Und das Geld bleibt dann dort liegen für in der Regel 3 Jahre, bis dieser Betrag halt abgetilgt ist. Und wenn abgetilgt ist, wird das Konto wieder freigegeben zur freien Verwendung. Ich kann es liegen lassen, ich kann es auflösen, es gehört wieder dir. Ne? Solange es nicht der Fall ist, ist es halt abgetreten und du lässt es halt einfach nur da liegen. Dadurch hast du oder habe ich halt die Möglichkeit, auf 110% zu gehen. Ja, 10% lege ich hin, 110% kriege ich durch. Heißt aber auch, dass ich komplett bei der Steuer, beim Finanzamt, auch da 110% ansetze. Weil ich ja die Finanzierung den Betrag habe. Das heißt also, alle Ausgaben dazu kommen auch über diesen Betrag. Das ist auf jeden Fall eine Situation, die ich ganz angenehm empfinde. Da muss natürlich gucken, dass wir nicht passieren können. Da wirst du es nicht hinkriegen. Sorry, kommt mal ein Anruf rein. Ich hoffe, er stört das nicht. Eigentlich habe ich Flugmodus an, aber wenn man mehrfach anruft, schnell hintereinander, dann kommt man trotzdem durch. Ne, nicht stören habe ich an. Flugmodus hätte ich ja kein Internet. So, das heißt,
für mich einfach, ganz einfach gesagt, du musst gucken, dass du mit deinem Banker deines Vertrauens ein gutes Verhältnis hast, dass du mit dem eine Basis aufbaust, wo du mit dem gut sprechen kannst. Ich wechsle die Banken in der Regel auch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt fast alle, ich glaube, bis auf eine Finanzierung, bin ich jetzt alle bei einer Bank. Und ja, mit denen spreche ich halt immer darüber, dass was so geht. Die kennen alle Objekte. Das heißt, wenn ich jedes Mal, ich muss ja einmal im Jahr, muss ich meine komplette Vermögensaufstellung dann denen einreichen, die aktuellen Mieteinnahmen. Dann wollen die ja mal wissen, was hast du noch für Immobilien, welchen Zeitwert haben die, welchen Beleihungswert. Dann sage ich denen immer, guckt in eure Bücher selber rein, da habt ihr alle Werte stehen. Ich muss nicht jedes Jahr diese Listen immer nochmal neu erfinden und neu ausfüllen. Wichtig ist noch dabei, ich gehe halt immer hin und ich sage, diese Person befähigt mich, das zu tun, dass ich überhaupt in den Genuss komme, Immobilien zu kaufen. Und ich bin ja in Anführungsstrichen davon auch abhängig. Nicht im negativen Sinne natürlich gemeint, aber es ist so, dass wenn das gut funktioniert, wenn es schnell läuft und ich zum Beispiel eine Finanzierungszusage innerhalb von einem Tag kriege, dass das mein Leben und meine Deals erleichtert. Deswegen ist es so, dass ich alles, was ich vor dem habe oder was ich ihm haben will, behandle ich da mit höchsten Prioritäten. Das heißt, wenn der mich anschreibt und sagt, ich brauche noch diesen Nachweis oder ich brauche noch deine Einkommensteuererklärung oder ich brauche noch das oder jenes, dann ist es das, eins der ersten Sachen, die erledigt werden. Und selbst wenn ich dafür noch, keine Ahnung, abends um 11 Uhr den Rechner anmachen muss oder so. Ne? Ich gucke, dass ich alles, aber wirklich alles, was er unterlagen anfragt, was er braucht, und alles, was dazu nötig ist, sofort oder so schnell wie möglich, so schnell es halt geht, wenn du die Unterlagen natürlich hast, kannst du natürlich nicht machen, aber dann auch Feedback geben und sagen, pass auf, habe ich gerade nicht, habe ich aber jetzt beim Steuerberater angefragt, ich hoffe, dass ich den in 2 Tagen habe, ich melde mich dann nochmal bei dir und so weiter. Also ne, immer so bequem und so angenehm wie möglich gestalten, das ist, glaube ich, das richtige Wort dabei, dass du das möglichst einfach und angenehm dem gestalten kannst, das ist, finde ich, halt ganz wichtig dabei, weil er muss ja auch möglichst viel Spaß haben, mit dir zu arbeiten. Und ich hatte einen Coaching-Kunden, der hatte das Problem gehabt, der war mit seinem Banker, das war seine Hausbank, irgendwie schon ewig seine Hausbank, er möchte unbedingt da finanzieren. Ich habe ihn davon abgeraten, aber es war eine Bank, die für mich keine Bank ist. Die ist einfach, also es gibt, jeder hat ja so sein Spezialgebiet und die kann es einfach nicht und die sind auch irgendwie unfähig zu allem und so. Und ich habe gesagt, mach das nicht, aber er sagte, nein, das ist halt meine Hausbank, da bin ich seit 28 Jahren und das funktioniert immer und er wollte unbedingt. Fakt war auf jeden Fall, er war mit seinem Finanzierungsberater emotional nicht auf derselben Ebene und die hatten halt so ein bisschen, ne, so ich brauche nur das und das wurde irgendwie so komischer Ton und wie auch immer. Und der hatte so ein bisschen rumgebockt und rumgezickt. Dann habe ich halt auch gesagt, das ist halt, man muss halt schauen, weil wenn du kein grünes Licht kriegst, kriegst du keinen Deal. Ja? Wir hatten den dann nachher mit einem Gespräch überzeugen können. Und zwar hat man einfach gesagt gehabt, lieber Banker, mal angenommen, ich hätte jetzt 500.000 Euro, einen Koffer neben mir und den würde ich Ihnen geben. Würden Sie das dann hinkriegen, dass Sie diese Unterlage heute noch beschaffen würden? Dann hat er kurz nachgedacht, sagt er ja. Er sagt, okay, den Koffer habe ich nicht, aber machen Sie es trotzdem. Und auf jeden Fall, ich finde, dieses Beispiel sagt das ja ziemlich deutlich. Wenn er keinen Bock auf dich hat oder wenn er lieber jemand anders bedient als dich, weil die haben ja bei den Banken, hast du bestimmt mitgekriegt, da werden ja auch ständig Stellen abgebaut, subventioniert, rationalisiert, verkürzt und ähnliches dabei. Die werden auch mit Sicherheit nicht den ganzen Tag nur da rumsitzen und darauf warten, dass du anrufst und sagst, hör mal, ich hätte gerne den Antrag von dir oder so. Das heißt, im Worst Case bist du dann im Konflikt mit anderen oder halt, er muss überlegen, was mache ich zuerst. Und das ist immer gut, wenn er weiß, bei dir kriegt er alles sofort.
Du hast ein angenehmes Umfeld geschaffen. Dann hast du immer grundsätzlich gute Karten. Oder bin ich bisher mal ganz gut gefahren? War bisher mal das Beste, was ich machen konnte. Ich sag's immer dazu auch, ich behandle es wie meinen besten Freund. Ganz einfach. Ne? Wenn er was haben will, ich gucke, wie ich das möglich machen kann und kümmere mich da komplett darum, dass er mich als den angenehmsten Kunden oder einer der angenehmsten Kunden empfindet und gerne mit mir zusammenarbeitet und gerne das Geschäftsfeld ausbauen möchte, weil ich einen unbedingt brauche. So, die Strategie dahinter zur Finanzierung, die habe ich ja gerade schon kurz erzählt gehabt, kurz angerissen. Wenn du es ausführlich haben willst, dann schau bitte oder hör dir bitte die Podcast-Folge an dazu. Ich glaube, es gibt einmal bei YouTube das Video dazu. Also das ist dann die Podcast-Folge, also die Tonspur als Video, also einfach nur der Ton, aber kann man ja auch hören. Mein YouTube-Kanal findest du die Folge oder im Podcast selbst, da findest du natürlich auch die Podcast-Folge. Grundsatz dazu habe ich erklärt. Das zweite Thema, ich muss ein bisschen Gas geben, weil ich bin in 12 Minuten in Düsseldorf. Ich gucke gerade, Fragen sind momentan keine da. Also nochmal, wenn ihr Fragen habt, sagt gerne in die Kommentare. Wenn das etwas zu schnell geht oder wenn ich was noch ein bisschen tiefer darauf eingehen soll, gerne fragen. Zweites Thema war Immobilien finden. Also momentan haben wir mit Sicherheit deutlich, deutlich mehr Nachfrage als Angebot. So, das heißt, der Markt verändert sich insoweit, dass die Preise dadurch hochgehen. Reine Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage. Dann kommt noch ein Faktor dazu, das Geld ist mega günstig. Geld ist historisch tief günstig. Das heißt also, es kommt noch was anderes dazu. Immobiliengeschäfte werden ja mal finanziert, wird mit Fremdgeld gemacht. Wenn das Geld günstig ist, ist halt natürlich auch der Weg einfacher, an Geld zu kommen. Und es ist halt billiger. Jetzt gehen einige hin und weil die in guten Lagen nichts finden, gehen die halt nicht mehr auf B-Lagen, sondern auf C-Lagen und sagen dann, okay, ich suche halt etwas, was, ich sag mal, im erweiterten Speckgürtel einer Großstadt oder einer A-Lage ist und gucke halt, dass ich zum Beispiel eine Immobilie finde, direkt in der Nähe vom S-Bahnhof oder vom Bahnhof, also sprich, dass ich mit der S-Bahn innerhalb von einer halben Stunde Fahrzeit einfach in dem Ballungsgebiet sein kann. Jetzt ist es so, das ist eine Sache, die finde ich persönlich sehr, sehr risikolastig oder risikohaft. Weil du baust, oder dieses Geschäft baut alleine darauf auf, dass die Haltestelle von dieser S-Bahn oder von dem Zug da ist, dort auch bestehen bleibt. Und in der Regel machst du Immobilieninvests über mehrere Jahre, Jahrzehnte, teilweise 10, teilweise 30 Jahre. Das heißt also, du machst eine Wette. Es ist eine Wette. Du wettest darauf, dass diese Haltestelle oder diese Bahnanbindung die nächsten 20 Jahre, also wenn jetzt zum Beispiel dein Fokus oder dein Scope auf 20 Jahre ist, da wettest du darauf, dass die nächsten 20 Jahre diese Haltestelle dort stehen bleibt. Und ich erinnere mich daran, als der Medorn, glaube ich, damals von Air Berlin zur Deutschen Bahn gewechselt ist, das erste, was er gemacht hat, der hat, glaube ich, mit 30% aller Bahnhöfe geschlossen, weil die nicht lukrativ waren und weil die nicht ausgelastet waren und Ähnliches dabei. Wenn jetzt nochmal so ein Medorn kommt und er sagt einfach, die Haltestelle, die lohnt sich ja gar nicht für uns, weil da zu wenig Leute einsteigen oder weil die viel zu klein ist oder weil die umgebaut werden müsste und der Umbau viel zu teuer ist. Und er sagt einfach, die wird geschlossen, wird verlegt. Dann stehst du damit dann kurz nimmt. Und das ist dann der Punkt dabei, warum ich meine, dass das für mich überhaupt keine Option ist, auf sowas zu bauen. Weil entweder habe ich ein Objekt, was gefragt ist in der Lage, was von alleine sich auch dann irgendwie Selbstläufer halten kann oder nicht. Aber wenn ich darauf baue, dass ich eine Bahn brauche oder eine unbedingt eine Haltestelle brauche, damit die meine C-Lage aufwertet und damit ich halt in Einzugsgebiet, in Anführungsstrichen, von einem Großstadt komme, halte ich das für mega, mega, mega gefährlich. Und ich kann nur dazu sagen, also ich sage jedem, den ich da persönlich zu kenne und berate, dass ich davon deutlich Abstand nehmen würde. Und das kann ich auch nur empfehlen.
würde ich dir auf keinen Fall raten. Und du musst dir eins überlegen. Wenn du kein Immobilien momentan nicht kommst, dann ändern die Wege. Also ich sag mal, bei ImmoScout suchen, das machen alle. Und darum ist der Markt auch leer. Und darum findest du auch da kaum bis gar nicht Immobilien, die sich richtig rentieren, lohnen oder die du haben willst. So, sorry, kommt mal wieder ein Anruf rein. Ich hoffe, ihr kriegt die ganzen Anrufe nicht mit. So. Also das ist auf jeden Fall das Ding dabei. Du musst andere Wege gehen. Viele haben ja, ich will mal sagen, eine Aversion gegen Makler, gegen Immobilienmakler. Aber wenn dir einer Objekte bringen kann, dann solltest du das auch nutzen. Wenn du jemanden hast, der den Marktzugang hat, dann geh mal davon aus, dass er das bezahlen lässt. Würdest du nicht anders tun. Daher würde ich einfach, oder meine persönliche Meinung dazu ist, wenn ein Deal passt und du auch die Kosten dazu mit reinpacken kannst, wie gesagt, die arbeiten alle nicht umsonst, genauso nicht wie du auch umsonst arbeitest wahrscheinlich. Ja, muss dann laufen, also ne, was spricht dagegen? Aber das ist jetzt eigentlich das Thema. Das Thema ist einfach nur, was ich sagen wollte, wenn deine Wege nicht funktionieren, dann such dir neue. Es gibt Immobilienmarkt, es gibt ja auch, guck dir Grundstücksmarktbericht an. Es gibt keine weniger Deals, es gibt keine Delle nach unten, es gibt, es ist nicht so, dass keine Immobilien mehr verkauft werden. Ich glaube sogar, dass in Essen, habe ich den Grundstücksmarktbericht geguckt gehabt, vor 2 Jahren sind sogar die Anzahl der Verkäufe gestiegen. Das heißt einfach nur, dass der Markt da ist, aber an dir vorbeigeht. Nichts anderes heißt das. Und die Frage ist nur, wie kommst du da dran? Und das Einfachste ist, was du machen kannst, wenn du dir dein Netzwerk nicht aufbauen kannst oder willst oder möchtest, dann nutze es von anderen. Das heißt, klar, wenn was im Umkreis, in deinem Familienfeld, Freundeskreis, Kollegen und so weiter, dann musst du dafür sorgen, dass alle wissen, dass du einen Bedarf hast, dass du da kaufst. Erzähl es jedem. Denk dran, jeder hat auch nochmal einen weiteren Bekanntenkreis, den du nicht kennst, hinter sich. Sprich mit Maklern. Wie gesagt, die haben den meisten Marktzugang. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer den Markt zu bearbeiten. Natürlich, wie gesagt, die machen es nicht umsonst. Ne? Genauso wie andere auch nicht umsonst arbeiten, gar keine Frage. Aber sonst kannst du ja die dranhängen. Überleg einfach, wie sagt der Knedel immer, um die Ecke denken. Ne? Oder wie sagte Einstein, es ist Idiotie, wenn man immer dasselbe macht, aber andere Ergebnisse erwartet oder sich erhofft oder wünscht. Ne? Das heißt, wenn du immer nur die Scout-Suchergebnisleiste immer durchguckst und dann hoffst oder denkst, dass das am nächsten Tag was ganz anderes geben wird, finde den Fehler. Immer natürlich, ich habe bei Scout auch diverse Suchanfragen. Du kannst ja deine Kriterien zusammenklicken und dann kannst du sagen, benachrichtigt werden per E-Mail und so weiter. Natürlich, gar keine Frage. Aber aktiv auf Scout habe ich bestimmt schon die letzten 6, 7, 8 Jahre nicht mehr gesucht. Also wie gesagt, überleg einfach, was funktionieren könnte, was nicht. Überleg, ob du dir dein Netzwerk so erweitern, so aufbauen kannst, dass du Immobilien findest, selber. Das dauert allerdings, das aufzubauen, das ist keine Sache, wo du einfach irgendwie jemanden anrufst und am nächsten Tag hast du 3 Objekte, gar keine Frage.
Und was auch natürlich passieren kann, ist, dass du Objekte kriegst, die vielleicht auch gar nicht verwerten kannst. Vielleicht hat jemand ein Familienhaus, aber du willst mehr Familienhäuser kaufen. Oder vielleicht jemand Wohnungen, aber du willst Häuser kaufen oder wie auch immer. Also das kann auch passieren, dass du dann was kriegst, was aber dann gar nicht in dein Beuteschema passt, gar keine Frage. Und ansonsten ist es ähnlich wie bei den Bankern, die ich gerade schon vorher sagte. Schau, dass du die Leute findest, die Marktzugang haben, die Immobilien haben oder die wissen, wo es welche gibt. Und guck, dass du dich mit denen irgendwie so stellst, dass die bei neuen Objekten an dich denken. Ne? Was es immer ist, das weiß ich nicht. Das muss ich eben besprechen. Aber du musst dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Makler, wenn er neue Objekte reinkriegt, direkt an deinen Namen denkt und sagt: Ach, guck mal, den habe ich doch noch damals gesprochen, der sucht das und das, das passt genau in sein Beuteschema und deswegen rufe ich dir jetzt an und nicht den anderen Investor oder den dritten Investor. Ne? Du weißt ja, in der Regel ist das ein, zwei Anrufe entfernt dann ist das Ding weg. Deswegen sorge dafür, dass du deine Erinnerung bleibst, dass du ein Angebot machst, was der nicht vergisst. Ne? Und dass du, wenn du was brauchst, sofort lieferst. Ähnlich wie beim Banker. Wie beim besten Freund. Wenn er dich anruft und sagt: Pass auf, kannst du mir helfen? Also er sagt: Gib mir die Unterlage oder gib mir den Finanzierungsnachweis. Das muss dann so verstehen, wie kannst du mir helfen? Dass du das dann sofort lieferst. Und er hat dann auch, wenn es nachts um 11 ist und dann an den Rechner gehst und dann die Unterlagen raussuchst und per E-Mail schickst. Sowohl der Banker als auch der Makler haben eine Riesenauswahl. Und wenn du es nicht kriegst, kriegst du jemand anders. Wie gesagt, es werden genug Deals abgeschlossen. Es gibt genug Immobilien, die gehandelt werden. Es gibt genug auf dem Markt. Ja? Entschuldigt nochmal. Freitagmorgen, irgendwie, normalerweise ist montags morgens so viel los. Ich warte kurz, bis das Klingeln weg ist. Ah, ich sehe gerade. Kelvin ist in der Haus. Mr. Kelvin, ich hoffe, es geht dir gut. Du bist gerade mit mir in Düsseldorf. Wir sind jetzt in Düsseldorf schon angekommen. Genau, ich gucke gerade, ich bin in 4 Minuten da. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Also, liebe Leute, das waren so kurz die zwei Themen, die ich mit euch heute kurz scheren wollte, weil die halt ständig gefragt werden. Ich hoffe, das hat euch kurz einen Einblick dazu gegeben, dazu, was ich meine. Ich scroll kurz durch die Kommentare durch, aber ich sehe keine Fragen von euch. Nee, also, Rot. Ja, sag mal was, wie fandet ihr das Format hier, einfach kurz im Auto mal live zu gehen? Hat das euch gefallen? Fandet ihr das cool? Und natürlich die beiden Themen. Oh, der Rhein hat mega viel Hochwasser, ne? Ich weiß nicht, kriege ich das gerade hin? Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich stehe gerade am Rheinufer. Ich kann euch nur sagen, der Rhein ist normalerweise, boah, der ist bestimmt mindestens 10 Meter tiefer, als er jetzt ist. Wie gesagt, Ruhrgebiet ist momentan stark betroffen von, oder Kölner Region auch, vom Hochwasser. Also, ich muss jetzt gleich ins Parkhaus. Netz ist bestimmt gleich weg. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst das gerne in den Kommentaren da. Ich habe auch aktuell noch bei Instagram stell mir eine Frage, da kamen auch Fragen darüber, auch zum selben Thema, was wir gerade gesprochen haben. Ihr wisst ja, ne? Nur wer die richtigen Fragen fragt oder Fragen stellt, der kriegt auch Antworten. Also von daher, ich muss jetzt leider raus, weil das Netz ist gleich bestimmt weg. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Ich hoffe, ihr seid vom Hochwasser nicht betroffen und wünsche euch alles Gute. Bis bald.